Was geht ab, Mann und Sie weiter? Osari hier. Und heute ist ein besonderer Tag. Heute bringen wir einen meiner Lieblingskarten im Spiel auf 100%, den Vegeta Blue Intelligence, und stellen uns die Frage, ob er es wert war. Und an dieser Stelle, Leute, sollte man diese Frage nicht zu ernst nehmen bei manchen Charakteren, denn bei manchen ist es diese Frage dann ganz klar eine rhetorische bzw. ironische Frage, wie zum Beispiel beim Gogeta Showcase, als sie ihn auf 100% gebracht haben. Natürlich lohnt es sich, ihn auf 100% zu bringen, wie diesen Vegeta Blue hier, nur ist es dann eben der Titel des Formats. Anyways, seid ihr bereit? Also ich bin es. Ich habe auf diesen Tag lange gewartet. Wir bringen unseren Prinz der Saiyajins auf 100%. Genau das will die Menschheit sehen. Genau das. Genau das sind die Plays. Genau sowas wollen wir sehen, Jungs. Wir schauen uns die Karte mal an. Ich wurde wirklich oft gefragt, ob dieser Vegeta Blue überhaupt gut ist. Und viele nutzen ihn gar nicht. Das finde ich wirklich ein bisschen schade. Deswegen will ich euch heute auf jeden Fall so viel wie möglich von ihm zeigen, denn er ist ein 1A-Charakter, eine Spitzenkarte. Er ist quasi der Gegenspieler zu dem Ergilti Rose, und Ergilti Rose, wissen wir, ist insane und jeder nutzt ihn auch. Aber diesen Dude hier, er ist ein bisschen underrated, muss ich leider gestehen. Aber ich sag euch eins, diese Karte ist 1A, sie ist eine der besten Karten in Game, kann man auf jeden Fall so sagen. Schauen wir uns ihn mal genauer an. Also 14.212 HP, 14.351 Attack, 9.752 Verteidigung. Er gibt durch sein Leader-Skill in Charakteren auf jeden Attribut 100%, aber kein Keyboost. 48 Teamkosten und ganz klar, er ist vom Int-Typus. Alright. Seine Ulti macht immense Damage und erhöht seinen Angriff für 3 Runden lang. Und dieser Boost Raise Attack ist 50%, Leute. Heißt, wenn er in eine Runde ultet und in der nächsten reinkommt, dann hat er weitere 50% Boost auf seinen Angriff durch seine Super Attack. Und weil das eben für 3 Runden lang anhält. Müssen wir uns merken, werden wir uns merken. Passive Attack plus 100%, das meine ich mit Gegenspieler. Rosé hat auch auf den Angriff 100% und Zusatz. Und na ganz klar, also das ist der Vegeta, der gegen Rosé gekämpft hat. Und der Rosé ist der, gegen Vegeta gekämpft hat. Ganz klar, das meine ich mit Gegenspieler. Aber wegen der Passive auch. Beide bekommen 100% auf ihren Angriff-Boost. Das ist ein sehr guter Boost. Zudem tut er von Extreme-Type-Enemies, also gegnerischen Villains, dessen Angriff und Verteidigung um 20% senken. Im Hidden Potential System bin ich mit ihm auf 15 Crit gegangen, auf Level 6 Additional. Warum habe ich das gemacht? Viele haben sich wahrscheinlich auch überlegt, mit ihm auf Additional zu gehen, wegen der Ulti. Ich sehe das Ganze so, Leute. Eine Additional Attack ist eine Chance auf einen weiteren Angriff, einen Autoangriff, der eine weitere Chance hat, eine Ulti zu sein. Das sind quasi zwei Chancen. Ein Crit dagegen, da hast du eine Chance auf einen Crit. Da musst du nicht zweimal hoffen. Versteht ihr mich? Deswegen, auch von der Karte an sich, bin ich auf Crit gegangen, weil ich will, dass wenn dieser Vegeta ultet, das ist die Ulti gegen Rosé, wo er ihn zerbombt, dass, wenn er ultet, soll er alles raus und einen Crit machen, und ich will da nicht auf zwei Ultis hoffen, damit er den Angriff-Boost bekommt. Nee, ich will quasi, dass er persönlich direkt instant mit all seiner Kraft reingeht, wie im Anime, und kritischen Treffer landet. Das war so quasi mein Gedanke dazu. Aber andersrum geht es natürlich auch. Anyways, links hier Super Saiyan gibt ihm 10%, Saiyan Warrior Race gibt ihm 700 auf den Angriff, Warrior Gods gibt ihm 10% auf den Angriff, Prodigies ebenso 10%, Royal Lineage, Key plus 1, Prepared for Battle, Key plus 2 und Fierce Battle, Attack plus 15%, er ist in der Kategorie Realm of Gods. So viel zum, also den Ultinamen müsst ihr euch mal geben, Pride of Warrior Race, richtig geil. So viel zu seinen Daten. Jetzt will ich mal sagen, wir gucken uns ein, zwei Szenarios an und holen das Ganze aus ihm heraus, tun jeden Linkskill triggern und schauen uns seinen Schaden an. Bis gleich. Alles klar, perfektes Szenario natürlich in einem Super-Int-Team, denn da bekommt er den meisten Buff in der Meta. Double Super Gogeta Lead heißt 240% auf den Angriff für Vegeta Blue. Des Weiteren ist alles getriggert. Sein Linkskill Super Saiyan 10%, Saiyan Warrior Race 7% Angriff, Warrior God 10%, Prodigy 10% und Fierce Battle 15%. Typenvorteil, seine Passive ist auch getriggert. Heißt, wir haben Angriff und Verteidigung des Gegners um 20% gesenkt. Und jetzt schauen wir uns mal seinen Schaden an. Wie er aussieht, wenn wir hier alles triggern. Da bin ich echt gespannt. Let's go. Prince of All Saiyan. Über 1 Million kommen wir schon so, alles klar. Und 2,3 Millionen
ohne Crit. Das ist sehr schön zu sehen. Das ist nice. Gut, jetzt schauen wir uns mal das Ganze mit einem Crit an. Let's go. Folgendes Szenario. Alles ist wirklich getriggert, bis auf natürlich die, also der Ulti-Buff, wenn er eine zweite Ulti nach einer Runde startet. Aber das schauen wir uns im Nachhinein dann nochmal genauer an. Das wird dann das letzte Szenario sein. In dem Szenario ist natürlich auch alles getriggert. Wir sind im Double 120% Need von Gogeta, bekommt seinen meisten Boost, also 240% auf den Angriff dadurch. Dann haben wir ganz klar die Passive, ja 100% auf seinen Angriff bekommt er immer fix. Extreme Type Enemies Attack und Def senkt sich um 20%. Super Saiyan ist getriggert, 10%. Saiyan Warrior Race 7 und Angriff ist getriggert. Warrior Gods 10% sind getriggert. Und Fierce Battle ist ebenso getriggert, so wie Prodigies. Also ist wirklich alles getriggert. Typenvorteil. Und jetzt gucken wir mal, was der Prinz der Saiyajins hier drauf hat. Was er ans Tageslicht legt. Let's go. Mich echt gespannt. Jetzt mich echt gespannt. Auf geht's. Vegeta-sama. Und da kommt die geile Ulti. Wir kommen über 1 Million schon so fix. Und 3 Millionen Crits. 3 Millionen Crits. Jetzt schauen wir uns noch ein Szenario an, wo wir quasi schon zuvor geultet haben, sodass wir die 50% auf die Super Attack den Boost bekommen für die nächste Ulti. Das wird ein bisschen schwer einzustellen sein, aber ich kümmere mich drum und wir sehen uns gleich. Gut, dieses Szenario zu kreieren war ein bisschen schwer. Was habe ich gemacht? Im Prinzip ist alles getriggert wie auch in den letzten Szenarien. Nur sind wir im Dokkan-Event von Cell und in der Runde davor gegen die Cell Junior habe ich mit Vegeta schon geultet, sodass wir jetzt, wenn wir wieder ulten, unseren Boost von der Super Attack von der letzten Ulti haben. Das heißt weitere 50% auf den Angriff. Klar, wir kämpfen gegen einen schwierigeren Gegner, aber wir werden deshalb an den Schaden von zuvor nicht drankommen. Was ich hier sehen will, ist der Angriff-Boost, den wir gleich sehen. Okay, wir bekommen noch eine Ulti ab, aber das sollte uns nicht interessieren. Zuvor war unser Angriff-Boost, bevor wir eine Ulti geschaut haben, mit Vegeta auf 115.000. Hier ist es 126.000. Nice, also ein Angriff-Boost, ein Anstieg ist wirklich da. Und genau, an den Schaden sind nicht reingekommen. Macht nichts, das soll ich damit zeigen, dass wirklich, wenn die zweite Ulti startet, der Angriff-Boost vorhanden ist. Jetzt nehmen wir mal unseren Boy Vegeta und gehen mit ihm, mit einem Mono-In-Team, einem Super-In-Team, in eine Dokkan-Stage und schauen uns, wie er sich in einem Team macht. Bis gleich. Nun gut, wir sind in einem Super-In-Team mit Vegeta Blue und im Dokkan-Event von Zamasu. Warum im Dokkan-Event von Zamasu? Denn der linke Royal Lineage macht vermehrt Schaden gegen ihn. Deshalb haben wir auch unseren Boy Trunks hier, beziehungsweise rotieren wir Trunks raus, damit er mit seinem Papa in die andere Rotation kommt. Heißt, hier wird dann auf jeden Fall Vater und Sohn Action noch kommen und dadurch werden wir noch mehr sehen, was da wirklich noch viel, viel mehr geht mit Vegeta Blue. Ja, natürlich geht da wirklich noch viel, viel mehr, wenn man mit ihm hingeht und ein Nuke-Team reinhaut, aber das wäre quasi nicht metagerecht, in dem Sinne nicht logisch, weil man so Teams quasi nicht spielt in ein Dokkan-Event, sondern man nimmt zum Beispiel sein Super-In-Team und geht in den Kampf, deswegen wollte ich das so realistisch wie möglich halten. Genau, deswegen haben wir... Sind wir dennoch quasi in einem Event von Zamasu, ich kann mir auf Kleider keine Ulti, macht nichts, in einem Event von Zamasu, damit wir mit Royal Lineage noch ein bisschen mehr Angriff-Boost bekommen. Aber ich freue mich auf jeden Fall da, was für Action da noch gleich gehen wird mit diesem Setup. Leute, wenn euch das Video bis jetzt schon gefallen hat, dann gebt den ganzen auf jeden Fall ein Like und vor allem lasst mich wissen, ob euch der Prinz der Saiyajin, ob ich ihn wirklich euch hier gut rübergebracht habe, ob ihr nun von ihm überzeugt seid nach seinem Showcase. Denn wirklich, ich bin ehrlich, so viele haben wirklich gesagt von ihm so, haben mich viele gefragt, ob er überhaupt gut ist und ich dachte, hä? Meint ihr das ernst? Aber ja, da habt ihr es, Leute. Er ist bis jetzt auf jeden Fall wirklich eine 1A, eine reine Bombe. Aber da wird noch viel mehr gehen gleich, wenn wir die Rotation mit Trunks, mit Vater und Sohn haben. Darauf können wir auch gespannt sein gleich. Alright, währenddessen hat mal Ui Goku gekonnt 900 Crit rausgegeben. Kein Thema. Oh, sehr gut. So, jetzt zur Final Rounds. Und zwar Vater und Sohn. Ich sage euch, easy One-Shot. Das wird ein One-Shot. Wir sehen schon, Royal Lineage triggert auf. Heißt, Vegeta wird nun vermehrt Schaden machen mit Trunks in einer Rotation. Der Prinz des Saiyajins, schlag zu. Let's go, Mate. Zack, runter mit dir.
5,5 Millionen Crits. Ist RIP. GG. Geh zum G, Leute. Das hat der Prinz der Saiyajins im Kasten. Leute, wenn euch das Shoki-Stream gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich hoffe, ich konnte ihn jetzt rüberbringen und euch wirklich mal klar machen. Der Dude ist 1A und 100% lohnt es bei ihm auf jeden Fall. Das ist am Anfangs quasi dann. In seinem Fall wie bei Gogeta im Showcase eine rhetorische Frage. Aber Leute, so viel dazu seinem Showcase. Wir haben gesehen, Minimum kommt immer auf 2 Millionen Schaden, wenn alles stimmt. Auch so in einem Team, sein Super In-Team oder sei es Ultra Sengoku-Team, haben wir zwar nicht getestet, aber mehr oder weniger kommt auch auf wirklich soliden 1A-Schaden. Wir haben gerade gesehen, 5,5 Millionen Crit. Klar, mit dem Special Link-Skill vom Event. Dennoch macht wirklich sehr viel Schaden. Das ist ein sehr guter Charakter, Leute. Unterschätzt ihn nicht. Nutzt ihn, wenn ihr ihn habt. Bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit denen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.